Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Seko-Modellvorstellung. Wir sind nun heute auch schon im 101. Part. Kurz vorweg, wenn euch die Videos gefallen von der Seko-Modellvorstellung, dann könnt ihr die gerne liken und auch gerne meinen Kanal abonnieren. Wie ihr seht, ist es heute nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich wollte gerade eigentlich wieder zu meinem alten Format, also mit dem Handy und einem kleinen Stativ aufnehmen. Nicht wie letztens die paar Videos mit der großen Kamera. Nur leider ist gerade einfach das Stativ kaputt gegangen. Deswegen ist es jetzt trotzdem mit dem Handy. Aber ich glaube, so könnte das auch was Geiles werden. Ich werde es jetzt heute und auf jeden Fall dann das nächste Video noch so machen. Wir haben heute, wie man vielleicht erkennen kann, den Argo Avenger. Avenger? Irgendwie so? Avenger? Von Siku. Der hat, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, so um die 31 PS oder so. Und auch so knapp über 30 Top Speed. Wir haben einen Zwei-Zylinder-Motor. Also es ist wirklich nicht viel krass, aber der ist halt auch einfach für Offroad und sogar wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser, habe ich so, wie ich das verstanden habe. Genau. Ich habe da zwar gerade nur ein anderes Modell gesehen, als ich geschaut habe, aber wir sehen natürlich vorne hier, das ist schon mal noch ziemlich hoch. Also wenn der halt durch den Schlamm fährt und whatever, dann ist das glaube ich schon ganz praktisch. Dann haben wir vorne Lampen links und rechts. In der Mitte steht, ist das Argo-Logo, wenn ich das richtig da erkenne. Und sonst haben wir jetzt auch nicht so mega viel. Beziehungsweise ich kann da jetzt nicht viel sagen. Ich würde sagen, so was ich eben gesehen habe, das war bestimmt ein neueres Modell, aber so ungefähr könnte ich mir vorstellen, dass der davor auch so aussah, wie er hier in Siku aussieht. Ich muss aufpassen, dass unten nicht fokussiert. Genau, hier haben wir sozusagen Lenker und die ganzen anderen Sachen, Anzeigen wahrscheinlich hier vorne. Genau, Platz ist laut Angabe für 6 Personen, wenn ich es jetzt richtig gedeutet habe. Also hier passen auch schon ein bisschen was rein. Wir haben hier theoretisch auch eine Lade. Ein Laderaum. Genau, und sonst haben wir eigentlich auch oben nicht viel gesehen. Wir haben hier halt vier Kruppstollige Reifen auf beiden Seiten. Also wir haben 8 Räder insgesamt und wir haben tatsächlich hier noch eine Anhängerkupplung da. Genau, ihr seht sie, da ist sie. Rücklicht könnte hier noch ein bisschen das sein. Bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher. Würde aber, ich denke schon, dass das so sein soll. Ja, viel mehr kann ich nicht sagen, aber ich finde es irgendwie geil. Und das ist halt auch wieder was nicht so klassisch ist, was Siku macht, sondern auch was irgendwie, was eher was Neues. So, das, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Genau. Dann haben wir das Ganze hier noch. Wir haben das Ganze hier noch mit Anhänger. Den Anhänger kann man auch abmachen und an jedes andere Siku Super Modell hängen, aber ich krieg den immer ein bisschen schwer ab. Ah, doch, ne, ging. Tun wir erstmal unten hin. Wir haben hier den gleichen, den Argo Avenger. Ich glaube auch, dass man das ja noch wieder abmachen konnte. Wartet mal. Irgendwie hier oder so. Hier hinten. Genau. Und dann kann man das hier so abnehmen. Wie ihr seht, sieht er eigentlich genauso aus. Halt nur in Gelb. Steht auch Argo drauf, Lampen. Und sonst sieht er halt auch so aus. Das ist halt dann grau. Oder eher so ein Grau anstatt diesem Schwarz. Passt zu dem Gelb auch ganz gut. Sieht so halt, also könnte man halt auch einfach so benutzen, wie er jetzt hier ist. Ja, genau. Und ja. Aber ist auch sehr geil. Musste ich zwar eben erstmal gucken, wo das überhaupt auf der Siku-Website ist. Weil das hier ist tatsächlich bei den ganz normalen Siku-Superfahrzeugen, also den ganz normalen Autos, glaube ich. Oder so ist die Kategorie. Und der andere ist bei Freizeit gewesen. Das hat mich ein bisschen verwirrt. So. Und dann kann man das auch wieder hier drauf machen. Genau. Dann hast du quasi diesen, wie so einen Käfig noch hier drauf. Und hast ja theoretisch auch Fenster für die ganzen Sitzplätze, um rauszugucken. Hier haben wir natürlich logischerweise auch die Anhängekupplung. Wir hatten ja gerade einen Anhänger dran, ist denke ich klar. Den nehmen wir uns auch nochmal zur Hand. Upsala, jetzt habe ich gleich hier alles abgerissen. Der muss irgendwie so dran gewesen sein. Da hatte ich. Und so geht's raus, theoretisch.
Jetzt müssen wir natürlich wieder reinbekommen. Ist natürlich das schwierig, über die Kamera das zu machen. So, genau so ist er wieder drin. Hat auch eigentlich hier noch ein bisschen Ladefläche so an sich und nochmal zwei Achsen. Und das war es eigentlich auch. Aber eigentlich braucht man auch, theoretisch braucht man ja hier sowieso nur das vordere Licht. Wenn man Offroad fährt, was will man denn nach hinten? So, da kommt ja eigentlich selten was dahinter. Deswegen macht das, glaube ich, schon so Sinn. Jetzt können wir mal gucken, dass wir das hier alles wieder angekoppelt kriegen. Genau. Und ich würde auch sagen, das soll es dann eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Beziehungsweise, ja, Daumen nach oben da lassen und auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und schreibt auch mal rein, was ich vielleicht noch als nächstes machen sollte. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Also ich hab schon noch ein paar Modelle, die ich machen kann, aber ich würde mich auch mal gerne freuen. Vielleicht wollt ihr jetzt sowas ganz besonders schnell sehen oder was ich vielleicht sonst erst später gebracht hätte. Mal schauen. Genau. Nimm mich raus und tschüss.